Einen wunderschönen guten Tag. Der Eurocity 158 nach Wien droht aufgrund von Personalknappheit auszufallen. Doch dank dir wird der Zug seine Reise dennoch antreten können. Bitte lass am Bahnsteig die Fahrgäste zusteigen und warte, bis die Abfahrtszeit erreicht ist. Im Anschluss geht es dann los. Ja, und damit noch einmal hallo und herzlich willkommen, und zwar in Wiener Neustadt Hauptbahnhof, besser gesagt auf der Südbahn im Teilstreckenabschnitt zwischen Peierbach und Wien Hauptbahnhof. Die Reise führt uns heute mit dem Eurocity, dem Taurus und den Eurofima-Wagen im Schlepptau einmal von Wiener Neustadt Hauptbahnhof über Wien-Meidling bis nach Wien in den Hauptbahnhof. Und ja, wir werden heute gemeinsam die Reise antreten und öffnen zu guter Anfang natürlich wieder die Türen an unserem Zug. Ja, der Bahnhof von Wiener Neustadt ist der Ausgangspunkt unserer heutigen Reise. Wir werden wirklich nur einmal anhalten, und zwar in Wien-Meidling. Alles andere wird nonstop durchfahren. Und hier nochmal ganz kurz so ein kleiner Überblick über den Bahnhof von Wiener Neustadt für den Anfang. Nachgestellt wurde hier richtig schön das Empfangsgebäude, was auch klassisch mit dem ÖBB-Schriftzug obendrauf thront. Da können wir es nochmal schön sehen, Wiener Neustadt Hauptbahnhof. Und natürlich auch hier an der Glasfassade nochmal das große ÖBB-Logo. Genau. Wir wollen uns gar nicht so viel den Bahnhof angucken. Wir wollen erstmal in das Fahrzeug einsteigen, in den Taurus. Denn mit dem soll es gleich auf große Reise gehen. Und den sollten wir noch so ein bisschen vorbereiten für die Abfahrt. Hier erstmal bitte die Lokbremse noch ein bisschen stärker anziehen, damit uns der Zugverband nicht droht wegzurollen. Die Spitzenbeleuchtung lassen wir im Bahnhof erstmal so, wie sie eingestellt ist. Des Weiteren kann man sich optional über die Tastenkombination Shift und Numpad Enter noch die SIFA aktivieren. Und was wir natürlich auch noch wollen, die Instrumentenbeleuchtung, die schalten wir uns ebenfalls noch ein. Entweder mit der Taste I auf der Tastatur oder eben über den Kippschalter im Führerstand. Dann geht es weiter mit der AFB. Die wollen wir uns hier unten aktivieren, optional auch mit Shift und A einzuschalten. Und dann verlegen wir den V-Sollsteller einmal auf die 40. So, und dann können wir gleich abfahren, wenn die Abfahrtszeit dran ist und natürlich unsere Fahrgäste alle eingestiegen sind. 13.32 Uhr haben wir es gerade und die Abfahrt ist dann für 34 geplant. Genau, Zwischenhalt in Wien-Meidling ist für 13.56 Uhr angesetzt, 13.58 Uhr dort dann die Abfahrt und in Wien Hauptbahnhof wird angehalten um 14.01 Uhr und theoretisch geht es dann dort für den Zug weiter um 14.02 Uhr. Die Frage ist nur, ob der Eurocity von dort aus weiterfährt oder ob das dann eben ein anderer Kollege übernimmt. Höchstwahrscheinlich werden wir natürlich abgelöst, weil ja die Strecke nur bis nach Wien Hauptbahnhof geht. Jedenfalls in der Simulation. Gut. Das soll es aber erstmal gewesen sein. Wir gucken nochmal ganz kurz nach draußen. Also im Führerstand sind wir soweit fertig, mit dem Video noch nicht. Und dann können wir eigentlich gleich den Türschließbefehl reingeben. 40 Sekunden haben wir noch. Dreiweise Spitzenlichter haben wir an der Front, hatten wir schon gesehen. Und wir gucken mal noch ganz kurz hinten an den Zugschluss, ob da auch wirklich zwei rote Lämpchen leuchten. Genau, rechts und links, perfekt. Und dann könnte eigentlich auch gleich schon der Abfahrauftrag kommen. Ja, was noch so ein bisschen fehlt, das sind die Zugzählanzeigen. Hier oben am Bahnsteig. Das wäre echt noch schön, wenn sich das vielleicht mal noch irgendwann entwickelt. Auch im Train-Simulator bei den Payware-Szenarien. Aber ansonsten, schaut das Ganze doch ziemlich gut aus. Der Bahnhof von Wiener Neustadt hat hier wieder einen sehr, sehr großen Wiedererkennungswert. Für diejenigen, die ihn vielleicht auch aus der Realität kennen. Genau. Das Signal zur Zustimmung zur Abfahrt leuchtet auch schon und damit können wir uns einmal in den Führerstand hineinsetzen. Türen haben sich hoffentlich geschlossen. Wir gucken ganz kurz nochmal hinten. Genau, Trittstufen sind eingefahren oder eingeklappt, besser gesagt. Und dann können wir hier die Lokbremse lösen. Ein bisschen Leistung vortasten. Dann löst die AFB-Haltebremse auch aus. So, wir haben die Lokbremse echt ein bisschen stark angelegt. Zugkraft erhöhen und los geht's in Wien-Meidling. In Wiener Neustadt Hauptbahnhof mit dem nächsten Halt Wien-Meidling. Genau, die klassische Tonleiter kommt, wie das für die ÖBB-Reihen 10, 16 und 11, 16 typisch ist.
Und dann geht's raus aus dem Bahnhof. So, ZS, ein Zwischensignal. Fahrt wird angezeigt, 160 als Streckenhöchstgeschwindigkeit. Und wir bleiben vorerst mal noch bei den 40, ja, bis sich theoretisch dann das AFB-Startprogramm von selbst beendet hat. Und wenn sich das dann, ja, gelöst hat, können wir auf 160 hoch. Die Höchstgeschwindigkeit können wir schon mal vorselektieren. So, die ist voreingestellt. Und naja, da wir jetzt theoretisch mit unserer Zugfahrt hier in Wiener Neustadt beginnen, durchfahren wir erstmal den Weichenbereich bzw. ja, bis zum Ausfahrsignal mit 40 km pro Stunde. Und wenn uns dann eben an einem, ja, Hauptsignal zum Beispiel eine andere Geschwindigkeit signalisiert wird oder eben durch die entsprechenden Hinweistafeln, dann können wir hier, ja, uns jetzt mal befreien und dann auf die 160 beschleunigen. So, der Wagenpark dürfte auch am, genau, an der Signaltafel vorbei sein und der Weichenbereich ist auch vollständig durchfahren. So, die Zugkraft schön langsam erhöhen. Genau, hier vorne wird dann wahrscheinlich das Ausfahrsignal kommen. Ja, da ist jetzt komischerweise keine Kennzeichnung dran. Aber ich nehme mal stark an, dass es eben das Ausfahrsignal sein wird. Eventuell kommt das natürlich dann noch in der Vollversion mit dazu, weil das ist aktuell wirklich nur eine Vorabversion. Also an der Version der Strecke hier, da ändert sich hin und wieder noch was, bis es dann eben, ja, final für den Release freigegeben wird. Und genau, da kann es eben noch sein, dass so Informationstafeln wie, oder Zusatzinformationen für die Signale mit hinzukommen. Also da bitte nicht irritieren lassen. Genau, wir fahren heute den Streckenabschnitt von Wiener Neustadt kommend über unter anderem Felixdorf, Sollenau, Mödling kommt dann noch, dann geht es schon eigentlich rein ins Wiener Stadtgebiet. Da geht es dann mit Wien-Meidling als erster größerer Bahnhof wieder los. Dann geht es durchs, ja, ich sag mal, Gleisgewusel durch den Verschiebebahnhof, der sich da vor Wien nochmal auftut, beziehungsweise die Abstellanlagen, besser gesagt, und am Betriebswerk vorbei und so weiter. Genau, Zugbildungsanlage ist da, glaube ich, noch mit anzutreffen. Und dann eben, ja, in den Wiener Hauptbahnhof hinein, wo unsere Fahrt zumindest endet und dann eben, ja, ein Kollege für den weiteren Fahrweg übernimmt. So, 58 war als Abfahrt und 56 als Ankunft in Wien-Meidling geplant. Wir haben noch roundabout 40 Kilometer vor uns und können da ganz aufmerksam und gespannt uns die Strecke anschauen. Hier zum Beispiel ist auch schon was für eine Heißluftverortungsanlage installiert, nämlich die, ja, Detektionsanlagen am Gleis. Die wurden hier auch wieder mit realisiert und das entsprechende Schalthäuschen dann wahrscheinlich unmittelbar daneben. Ja, zum Fahrzeug haben wir wieder den standardmäßig ganz normalen ÖBB Taurus der Reihe 1116, wie er von der RSSLO grundsätzlich eigentlich jetzt immer bei den neuen Strecken mitgeliefert wurde. Dazu gibt es das ÖBB Wagenmaterial, sprich die Eurofima Wagen und den ein oder anderen Triebwagen eben noch als KI-Fahrzeug. Wahrscheinlich wieder der 4024. Ich weiß gar nicht, ob der ÖBB CityJet, ob der auch schon als KI-Fahrzeug hier mitgeliefert wird. Das kann ich dir jetzt so ohne weiteres gar nicht beantworten. Aber wenn du dich genau für die Strecke interessierst, dann einfach mal auf der Seite unter www.rsslo.com vorbeischauen. Da findest du alle Informationen rund um den Inhalt, ja, zur Strecke. So, das dürfte dann Felixdorf sein, wenn ich recht informiert bin. Genau, Felixdorf. Hier haben wir dann übrigens auch den Anschluss zur Militärbahn, beziehungsweise ich glaube Feuerwerksbahn nannte die sich. Also Feuerwerksbahn deshalb, weil sich der Begriff so ein bisschen umgangssprachlich entwickelt hat, eben von den Munitionsfabriken her. Und im Volksmund, ja, waren das eben die Feuerwerksfabriken, beziehungsweise
Dadurch entstand dann halt auch der Name Feuerwerksbahn. So, was wir vergessen hatten: In Österreich fahren wir natürlich mit Fernlicht. In der Regel ja eben in den Bahnhöfen abblenden, weil man dort irgendjemanden blenden könnte. Und natürlich, ja, wenn irgendwie ein Zug entgegenkommt, dann wird natürlich auch abgeblendet. Ich sehe aber gerade das Instrumentenlicht. Das können wir mittlerweile wieder ausschalten. Aber das ist hier sonst im Führerstand so ein bisschen grell, habe ich das Gefühl. Liegt aber halt auch so ein bisschen an der aktuellen Tageszeit. Da wir jetzt sowieso die pralle Mittagssonne haben, die uns hier auf die Lokomotive drauf scheint, da brauchen wir nicht nochmal zusätzlich irgendeine Instrumentenbeleuchtung. So, da kommt ein Gegenzug, also einmal abblenden. Genau. Das hält einen auch so ein bisschen wach, wenn man die ganze Zeit am Lichtschalter rumspielen darf. Natürlich, klar, auf der echten Lokomotive wirst du nicht einschlafen. Da hast du unter anderem noch die SIFA, die natürlich überwacht, dass man nicht einschläft. Und es gibt halt auch Zwangsbremsungen, die ausgelöst werden können. Aber das liegt hier jetzt wahrscheinlich daran, dass ein daueraktiver Geschwindigkeitsprüfabschnitt hier vorhanden war. Ja, im Idealfall sollte man dann natürlich etwas eher schon sanden, aber das Fahrzeug schleudert jetzt hier und nicht oder irgendetwas. Und ins Gleiten sind wir auch nicht gekommen. Also, beziehungsweise wir können ja eigentlich nur ins Gleiten kommen, weil Schleudern ist nur möglich, wenn wir eben Traktion aufschalten. Genau. Ja, wir lösen jetzt einmal aus, rufen bei der Fahrdienstleitung an und erbitten die Zustimmung zur Weiterfahrt. Hier nicht wundern, ich habe etwas Leistung vorgetastet, damit die AFB-Haltebremse auch wieder auslöst. Aber wir können es schon sehen, die Hauptluftleitung ist mittlerweile wieder bei 5 Bar. Die hat sich ziemlich schnell wieder aufgefüllt hier in der Simulation. Aber die Lokbremse, die war eben noch angelegt. Genau. In der Simulation gilt auch wieder, die Leistung am Fahrschalter langsam aufschalten. Auch wenn man beim echten Taurus problemlos eigentlich hier den Zugkraftwahlschalter direkt nach vorne verlegen kann auf 100%, weil das Fahrzeug sowieso die Leistung entsprechend einregelt. Aber hier in der Simulation ist der Taurus gerade im unteren Geschwindigkeitsbereich so stark, dass er da eben doch das eine oder andere Mal ins Schleudern gerät. Also hier, es kann wirklich ohne Probleme mit 160 weitergefahren werden. Weder die Signalstellung noch irgendeine Geschwindigkeitsherabsetzung hätte da die Zwangsbremsung auslösen dürfen. Der Geschwindigkeitsprüfabschnitt war aber wahrscheinlich daueraktiv geschaltet, der aber normalerweise im Zusammenhang mit der Signalstellung da eben nur aktiv geschalten werden würde. Hier auch eine sehr interessante Fußgängerübergangsmöglichkeit. Also die Fußgängerbrücke sieht hier echt sehr speziell aus. Wahrscheinlich irgendwie von einem Designer ein Spezialwerk, sag ich mal. Schaut cool aus. Auch wenn mich das ein bisschen an einen asiatischen Baustil erinnert. Aber toll, ist mal eine schöne Abwechslung im Gegensatz zu den immer nur herkömmlichen Betonbrücken, die man so an den Strecken sieht. Das war wahrscheinlich kein Standardauftrag. Genau, dann hier auch die Abschnitte, in denen eben nicht mit gehobenem Stromanhänger stehen geblieben werden soll. Ist auch nochmal extra markiert alles. Dann geht's weiter. Bad Vöslau als nächster größerer Bahnhof. So, ganz kurz gucken, da vorne
Signal in Fahrtstellung. Nicht, dass man hier irgendwo über einen vorsichtszeigendes Vorsignal brettern. Ja, das ist immer etwas schwierig zu handeln, wenn man sich die Strecke nebenbei angucken möchte und gleichzeitig aber natürlich auch den Zug ordentlich fahren will. Achso, und übrigens hier drüben nicht wundern, die Zugheizung, die ist hier jetzt nicht aktiv zu schalten. Normalerweise müssten wir natürlich auch die einschalten, damit hinten die Fahrgäste eben ja, sowohl Heizung als auch allgemein Stromversorgung in den Wagen bekommen, damit sie ihre Handys, Smartphones etc. aufladen können während der Fahrt. Aber hier eben in der ja, vereinfachten Version von der Lokomotive, da ist das nicht extra aktiv zu schalten. Ich hoffe natürlich auch, dass wir beim weiteren Fahrverlauf nicht irgendwie wieder in die Bredouille geraten und nochmal Zwangsbremsung reingedrückt bekommen. Also vor allem keine Zwangsbremsung, für die wir nichts können. Aber das ist eben ja, in dem Beta-Zustand von der Strecke so, dass man da die ein oder andere Sache eben mal vorfindet, die eben noch nicht ganz im finalen Zustand vorhanden ist. Und unter anderem zählen da halt auch solche Geschwindigkeitsprüfabschnitte mit dazu, die eben noch falsch konfiguriert sein können. So, hier kommt der nächste. Ich hoffe, dass es ja, ohne Probleme klappt. Da steigt jetzt immer die Anspannung oder der Nervenkitzel, wenn man einen GPA sieht. Aber es scheint doch eigentlich alles relativ gut zu laufen. Was ich mir echt mal noch wünschen würde, das ist aber auch ja, eine Anmerkung auf hohem Niveau, was ganz schön wäre, wenn die Fahrzeuge vielleicht auch in der Simulation etwas mehr Dynamik im Führerstand bekommen, was heißen soll, dass man eben vielleicht auch gerade beim Beschleunigen oder bei hohen Geschwindigkeiten, wie zum Beispiel hier ja, bei unserer heutigen Vmax von 160 km pro Stunde, dass man da so ein bisschen mehr die Fahrdynamik vom Fahrzeug spürt, denn gerade der Taurus, ja, der gerät da auch so ein bisschen schon ins Schlingern bei 160. Stärker ist es dann natürlich zu spüren bei 220, 230, also im wirklich sehr hohen Geschwindigkeitsbereich. Weil gerade der Sinuslauf, der prägt sich dann sehr, sehr stark aus und ist eben auch ja, vermehrt zu spüren. Beziehungsweise auch, ja, wenn die Radprofilierung nicht mehr so ganz passt, dann wackelt halt auch die Lokomotive beim Beschleunigen etwas stärker nach rechts und links. Alles sowas, das wäre halt echt noch cool, wenn man das allgemein in Simulationen stärker spüren würde. Klar, man sollte es natürlich auch nicht übertreiben. Also so, dass man irgendwie noch den Zugkraftwahlschalter ja, mit der Maustaste greifen kann und auch natürlich zum Führerbremsventil greifen kann. Aber hier wirkt das Fahrzeug doch halt ja, sehr starr, wie so ein Brett auf der Schiene. Natürlich, das ist der Idealzustand, den man sich wünschen würde, was den Fahrgastkomfort angeht. Aber eben eisenbahnsystembedingt muss da ein Sinuslauf rein. Aber wirklich, das ist dann halt ja schon Umsetzung aus, ich würde mal sagen, ingenieurstechnischer Sicht. Aber wer weiß, was da in Zukunft vielleicht die Eisenbahnsimulationen noch so mit offen halten. Vielleicht kommt das mal irgendwo noch mit in die Simulation hinein. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Auch wenn das wirklich, ja, eine Kleinigkeit eigentlich nur ist. So, 18,4. Ja, wir rasen wirklich mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit auf Wien zu. Und Wien-Meidling wird dann auch gleich schon kommen. Ich glaube, da haben wir noch ungefähr ja, so 10 Kilometer, die wir fahren müssen. Wobei, Wien-Meidling ist ja eigentlich ja, gar nicht so weit vom Hauptbahnhof entfernt. Das sind allerhöchstens 3, vielleicht 4 Kilometer. Von daher, ja, ein bisschen was haben wir noch gut. Also rund 15 Kilometer sollten das jetzt noch sein.
Wir sind jetzt gerade beim Streckenkilometer 17 vorbeigefahren. Und wir haben hier eine absteigende Kilometrierung in Richtung Wien. Und da wir ja gerade auf Wien zufahren, müssen wir dann einfach 15 minus 17 rechnen. Haben dann ungefähr 2 Kilometer nochmal als Distanz zwischen Hauptbahnhof und Wien-Meidlingen. Und dann sollten hier... Achso, genau, hier drüben wird es angezeigt. Ja, in dem Fall 12,6 Kilometer aufploppen. So, dann haben wir hier Mödling. Nicht zu verwechseln mit Meidling. Also Mödling ist ja kurz vor Wien. Das kann man immer schon so ein bisschen als Anhaltspunkt dafür nehmen, dass es nicht mehr ganz so weit ist. Da sollte man sich dann schon mal langsam ja, auf den Halt einstellen. Hier auch wieder mit schön aufgestellt die Verschubhalttafeln in Österreich, die auch ja, gleichermaßen so ein bisschen das Bahnhofsende kennzeichnen. Taurus ist echt schon eine schöne Lokomotive. Was mir halt richtig noch gefallen würde, wenn man die Lokomotive nicht nur im Führerstand bedienen könnte, sondern wenn es auch von dem Fahrzeug, wie beim Vectron damals, eine Advanced-Version geben würde. Also eine Variante, wo man auch wirklich hinten in den Maschinenraum zum Beispiel reingehen kann, um dort eben ja, diverse Sicherungen zu bedienen, um dort auch einfach den Führerstandswechsel durchführen zu können. All solche Sachen, das wäre noch echt schön. Also quasi so ähnlich wie beim Vectron. Da hat ja RSSLO auch eine normale Variante herausgebracht, die quasi ja, einfach zu bedienen ist. Und dann eben nochmal eine komplexere Version, die dann eben darauf abzielt, dass man ja, da wirklich, ich sag mal, Bahntechnik in Anwendung mit hineinbringt. Also, dass man das Funkgerät bedienen kann, dass man die Touch-Displays bedienen kann, beziehungsweise Korrektur, beim Vectron sind das ja auch Displays mit Hotkeys, also ähnlich wie wir es hier drüben beim Ebola-Display finden. Oder gut, in dem Fall ist es jetzt hier keine Ebola, weil in Österreich fährt man nicht mit Ebola. Aber hier, guck mal, der City-Chill ist auch mal dabei. Der wird hier auch mitgeliefert. Genau. Semmering hat er als Zugziel drin stehen. So, wir sind jetzt schon ein bisschen langsamer als 120. Sollten wir wieder anpeilen, dass wir hier nicht so viel Verspätung hineinbekommen. Das ist sowieso immer so ein bisschen kritisch hier in der Simulation. Da sind die Fahrpläne teilweise so streng ausgelegt, dass man da überhaupt keine Zeit hat, um Fahrzeug wieder reinzufahren. Deswegen müssen wir uns hier wirklich genau an die 120 halten, dass das auch klappt. So, jetzt mal im Streckenkilometer 84. Ich weiß jetzt gar nicht, was das hier für eine Haltestelle oder für ein Bahnhof ist. Das sollte schon irgendwas mit Wiener, genau, Wiener Aufschrift sein. Wien-Atzgersdorf. Weil wir quasi jetzt schon im Wiener Stadtgebiet sind. Und ja, logischerweise damit auch im Bundesland Wien. Denn Österreich hat genau auch wie Deutschland Bundesländer. Und speziell Wien als die Hauptstadt Österreichs hat natürlich auch hier nochmal... Ja, wie man das auch von Berlin zum Beispiel kennt, eine eigene Bundeslandfunktion. So, die Zugkraft können wir hier problemlos wieder aufschalten. Die AFB hält uns automatisch bei den 120. Das passt auch soweit. Wobei wir jetzt sogar schon... Wir können eigentlich schon ins Rollen übergehen. Genau, einerseits kommt da vorne... die 100 dann.
Die sollte auch vorhin gekündigt sein, genau, weil es eine Geschwindigkeitsabsenkung um mehr als 20% bzw. 20 km pro Stunde ist. Das Ganze können wir schön elektrodynamisch machen. So, zack. Dann stellen wir hier die 120 auch ein. Und jetzt passt's, okay. So, dann geht's da vorne weiter. Signalisierung für die Langsamfahrt. Allerdings leuchtet da unten drunter eine 8. Damit können wir uns die 60 erstmal sparen. Auch hier, wir können etwas länger schnell bleiben, weil die PZB an der Stelle nicht angesprochen hat. Also klar, die 85 müssten wir halt sowieso unterschreiten, weil wir auf die 80 runterbremsen müssen. Und jetzt stelle ich hier die 80 ein mit der AFB. Das Fahrzeug bremst sowieso dann nochmal entsprechend runter auf die 80. Die 80 sind ab hier gültig. Und ja, wenn ich mir so das Gleisbild hier angucke, dann ist es schon die Einfahrt von Wien-Meidling. Und da sollten wir uns dann natürlich auf einen Halt einstellen. So, 55 haben wir es. 56 war die Ankunft. Genau, das sieht doch nach einer planmäßigen Ankunft aus. Das gefällt mir sehr gut. Wir fahren auf der rechten Seite ein in den Bahnhof. Also jetzt in Blickrichtung rechts auf Gleis 6. Wir legen die E-Bremse schön stark rein. Oh, da kommt dann tatsächlich nochmal Radschlupf. Genau, also die E-Bremse dann natürlich so auslösen, dass wir hier nicht mit Radschlupf irgendwie anhalten. Oder allgemein, damit das Fahrzeug eben überhaupt nicht in den Schlupf gerät. Und dann ziehen wir hier einmal am Führerbremsventil und bringen den Zug zum Stehen. So, mit T öffnen wir die Türen, lassen die Fahrgäste aussteigen. Und hier nicht wundern, ich bin jetzt einfach etwas weiter vorgefahren, weil ich über die Zuglänge von dem Zug hier nicht wirklich informiert bin. Und mir fällt auch gerade noch auf, wir haben wieder das Fernlicht vergessen. So. Irgendwann lernen wir das noch. Das mit dem Abblenden ist echt so ein Ding. In der Simulation vergisst man das relativ leicht, weil auf der einen Seite blenden da die Kollegen sowieso nicht ab. Und gerade wenn man da eben viel in Deutschland unterwegs ist, wo man sowieso nicht in der höchsten Fernlichtstellung fährt, da wird einem das dann nicht so schnell als Problem bemerkbar. So, 57 und 58 ist dann wieder die Abfahrt. Der Fahrgastwechsel sollte eigentlich abgeschlossen sein. Was auch schön ist, im Taurus können wir uns eigentlich hier die Spiegel ausklappen lassen. Dazu finden wir hier unten nochmal ein entsprechendes Pedal. Also neben dem Sifa-Pedal. Da ist auch hier zum Beispiel extra nochmal so eine Sperre mit drin, dass man das auch mit dem, dass man das Makrofon nicht mit der Sifa und die Sifa nicht mit dem Spiegelklappschalter verwechselt. So, die Türen gehen hinzu, haben sich geschlossen und dann lösen wir die Bremse aus. Lokbremse natürlich auch. Ah, mit dem Anfahrruck wollte ich jetzt nicht anfahren, aber hier auch wieder schön langsam die Zugkraft erhöhen. Genau, der Signalnachahmer zeigt es uns auch oben schon an. Es geht mit freier Fahrt weiter. Es sind keine Restriktionen zu erwarten. Dann einmal raus aus Wien-Meidling und rein in den Wiener Hauptbahnhof. Zuvor natürlich auch wieder die Durchfahrt an den Abstellanlagen, wie ich es auch vorhin schon erwähnt hatte. Auf der linken Seite sehen wir dann auch gleich den Matzleinsdorfer Platz, beziehungsweise die Instandhaltungshallen. Der Fahrdienstleiter müsste hier oben sitzen von Wien
Und ja, hier auf der linken Seite vorne in den Gleisen sind oftmals die ICE-Züge, die von Deutschland kommen, abgestellt. Die Nightjets, die Intercity- und Eurocity-Garnituren, die Cityjets, also eigentlich alles, was man irgendwie im Wiener Großraum findet. Ich weiß gar nicht, ob die Güschew hier auch abstellt. Weiß ich jetzt nicht mehr. Dann hier vorne das Überwerfungsbauwerk. Unter anderem finden wir auch die Rasatzdrehbank hier. So. Dann Langsamfahrt mit 40 erwarten. So, jetzt können wir auch wieder aufblenden. Genau, jetzt hier auf der linken Seite der Matzleinsdorfer Platz. Und dann kommt hier vorne gleich der Hauptbahnhof. So, nicht wundern, ich gehe noch nicht auf die 40 runter. Die kommen nämlich erst wirklich vorne ab dem nächsten Hauptsignal. Und da ist noch ein ganzes Stückchen Abstand dazwischen. Ich selektiere allerdings hier schon mal die 60 vor. So, und jetzt nähern wir uns den 40 an. Ich ziehe parallel immer so ein bisschen die AFB dazu mit nach, bis wir eben die 40 erreicht haben. Und das wird hier sogar... Ah, schön. Eine 50er-Einfahrt. Genau, dann können wir hier wieder etwas Zugkraft aufschalten. Das 85er-Blinken stört uns nicht. Das Einzige, was uns jetzt so ein bisschen... eine Restriktion mit reinwirft, ist es Vorsicht, was uns signalisiert wurde. Also Vorsicht meint in Österreich halt erwarten. Die Begrifflichkeiten zwischen Deutschland und Österreich sind halt an einigen Stellen so ein bisschen anders. Und genauso gut ist es eben mit der Begrifflichkeit Vorsicht. Genau, das Hauptsignal wird sowieso dann erst am Bahnsteig kommen, also Mitte Bahnsteig. Deswegen können wir hier auch problemlos nochmal kurz über den Wiener Hauptbahnhof hinwegfliegen. Der ist übrigens im gesamten, im Hauptbahnhofsbereich so ein bisschen aufgeständert. Der hat halt hier so an den Seiten diese großen Betonsegmente dran, beziehungsweise nochmal so Platten, die quasi den Beton eigentlich überdecken sollen. Und der gesamte Hauptbahnhof ist dann quasi so um, sagen wir mal, 6 bis 7 Meter, ich sag jetzt mal, aufgeständert. So, hier auch wichtig, den Vorsignalnachahmer, der halt erwarten anzeigt, mit wachsam quittieren. Und dann geht's hier in den südlichen Bereich des Hauptbahnhofs. Oder was heißt südlichen, in den eigentlich östlichen. Weil hier raus geht dann auch unter anderem die Wiener oder die Österreicher Ostbahn, die dann Richtung, jetzt muss ich überlegen, Richtung Ungarn führt, also gen Hegeschalon. So bleiben wir mal stehen. Der Zugverband ist, denke ich mal, ganz gut abgestellt, sodass die Fahrgäste noch hier unter dem Dach aussteigen können, auch wenn es heute nicht regnet, aber zumindest so ein bisschen Schutz vor der Mittagssonne wird das den Fahrgästen dennoch bieten. Ja, das war's heute für die Fahrt mit dem Taurus, einmal von Wiener Neustadt nach Wien Hauptbahnhof, eigentlich für die Strecke sogar noch von Payerbach nach Wien Neustadt und von Wiener Neustadt dann über den bereits gesehenen Abschnitt. Ich hoffe, dir hat die Fahrt gefallen. Wenn das der Fall ist, gerne ein Like unter das Video setzen. Das Szenario sagt schon, gut gemacht, schöne Arbeit. Und genauso sehe ich es auch. In dem Sinne, vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit. Allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.